Außen rumlaufen hier? Oh, wieso eigentlich nicht? So, boah, Bram, ey, ab jetzt kannst du scheren gehen. Ich hasse diese Fuck-Viecher mittlerweile. Viecher. Ja, den Boden auszutauschen, auf dem die ganze Zeit die Schafe stehen, ist so nervig. Ach so. Hört Okay, sich da nach zieht Bimbo-Arbeit Benjamin an, aus. Peter. Ja, lass das doch Sepp machen. Echt, ja. Hire me! Kostet nur 3 Diamanten pro Viertelstunde. Oh, da ist ein Enderman bei uns in der Bude. Was macht der denn da? Der ist ganz schön. Ich auch, wenn ich bei euch in der Stinkebude wäre. Ob das so zufriedenstellend wird? Ich weiß ja nicht. Kann man einen Teich auch eine Etage tiefer legen? Was? Was für ein Da Teich? kannst du einen Teich eine Etage tiefer legen. Indem ich zum Beispiel da eine Reihe drunter abbaue. Da der Ach Wasserspiegel so. sinkt. Nee, 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 nee. Ach Das heißt, so. ich müsste ihn abschöpfen. Neu setzen. Und neu setzen. In Was der du auch probieren Tat. könntest, ist die komplette die oberste Ebene quasi mit Steinen zubauen und dann Ah, gucken, oder ob. zu, genau, zubauen und dann wieder wegmachen, ne? Interessant. Ja, Moment. gut. Ja, bitte. Jetzt, wo der ganze Boden What the fuck? Erde ist, kann man hier quasi unendlich farmen, weil die so schnell neues Fell haben, dass du hier nie wieder den Raum verlassen musst. Oh, das ist natürlich ziemlich cool. Wieso geht denn das nicht? Dann komme ich jetzt mal zurück und dann können wir schon, kann ich jetzt schon mal anfangen zu bauen, oder? Ja. Boah, ich habe voll das Ah, gute oh System lol. entwickelt, um die Übersicht in meinen Gängen zu behalten, ne? Ahaha. Bad Brain, ey. Leck mich am Arsch. Wieso sind da eigentlich zwei Grüntöne raus geworden? Das habe ich nicht verstanden. Ja, mal Lime Wool, war immer Green Wool. Okay, bei mir sind die deutsch. Hadi, was machst du gerade? Oh, der Sklave juckt, muckt auf. Hadi ist, glaube ich, gerade auf Toilette. Meinte ich, gehört zu haben. Das hat er gar nicht selbst zu entscheiden. Ich glaube, das mit dem Zubauen hat geklappt, Dennis. Danke. Boah. Was? Jetzt hast du doch noch Kühe dazwischen. Ah, die sind da hinten. Der weg. Ach, schon schön die nicht Rassentrennung. Hat er uns doch Artenvertrennung. letztens, Ah, hat er uns ja, doch genau, belehrt? Weißt du, mich musst du deswegen ja ja. unbedingt belehren letzte Miau. Mal. Ich hab's ja auch Das heißt verbessert. ja schon wieder, Klugscheißer. Echt mein Jay, du bist so ein scheiß Klugscheißer. Gesundheit! Aua! Und noch haben die Bayern richtig gute Laune. Ich glaube, das wird in dieser Halbzeit schön vergehen, habe ich das Gefühl. Na, no, das glaube ich nicht. Stellen sich jetzt alle hinten rein und war's das. Aber schon Nicht gegen Halbzeit? Messi.
Naja, das sieht irgendwie noch doof aus. Hm, irgendwie muss ich die Zinnen höher kriegen. Aua. Oh, dieses scheiß Kabel hier, verpisst euch. So. Und das so, Schokolade verpisst dich. Echt mal. Das Kabel hat er gesagt. Sepp ist da hinten, okay. Sepp auf Toilette. Dieser Pfad ist ganz natürlich entstanden. Mit meiner Schaufel. Ich hab doch gerade schon so viel Sand gefarmt. Wo ist denn das alles hin? Ey, das gibt's doch gar nicht. Keine Ahnung. Sepp hat mir das geschenkt. Wenn man zwei so halbe Platten aufeinander macht, sind die so hoch wie normal, ja. Scheiße. Warum, wie hättest du es denn gerne? Das sind drei Viertel. Aha. Ja, aber ich kriege irgendwie die Zinnen nicht so richtig hin. Oder sollte ich die auch... Boah, Peter, zieh da rein. Wie sich die Population hier gerade nochmal fast verdoppelt. Wie viele Schafe hier drin sind. Sand, gib mir geilen Sand. Ich brauche mehr Sand für Sandstone. Sandstone. Hm. Sandstone. Jetzt muss ich wieder nach unten laufen und wieder gucken gehen, oh Mann. Du baust einen Turm. So. Ja. Mal eben einen Stack hier. Der Turm ist auch soweit fertig, nur die Zinn oben. Da weiß ich noch nicht so richtig, was ich damit machen soll. Geweedet. Den Turm habe ich jetzt aus Bricks gebaut. Was für Bricks? Ja, Bricks halt. Stone Bricks. If you see it, you will shit Bricks. Von Lehm oder? Nee, Stone Bricks. Achso. Sandfarm, ey. Mann, immer interessant. Und Spaß, Peter, geht voll ab hier drin. Oh, da rennt Bayern. Brauch ich. Ja. Ja, super genau, passt. Ja. So, wo ich hier jetzt reingefallen? What the fuck? Hans, und als wir dann noch zwei, drei Mal machen, Pete, dann haben wir richtig dicke Lücken. Aber wenn Bayern noch ein Tor schießt, dann war es das schon fast. Ja, wenn Bayern in Führung geht, dann sind die ja eigentlich immer gut in Laune. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das schon gewesen ist. Na, ich meine auch fürs Rückspiel schon fast. Naja, aber ich weiß nicht, 1-0 ist jetzt noch ein bisschen, Na, wenn die 2-0 führen. Also 2-0 wäre schon nice. Hm. Müssen wir auch erstmal wieder gut machen, die. Oh ja. Wasserleute. Hier alles wegebnen muss. Wie ätzend das ist. Harley, kann ich jetzt eine Planierraupe kaufen? Ja, dann bauen wir eine. Weiß, mal eben einen entwickeln hier. Wir könnten ja Peter fragen, aber für einen Diamanten mal eben eine Viertelstunde Erde entfernt. Na, Peter, kann man nicht günstig Arbeitskräfte kaufen? Wir stellen auch die Arbeitsmaterialien in Form von Holzschippen. Genau, Schaufeln kriegst du, du musst nur Holzschippen, aber nur Holzschippen. Holzschippen, genau. Was sagst du dazu? Ich glaube, Peter ist gerade wieder kacken. Ich glaube, Peter ist tatsächlich gerade nicht da. Wie die einfach sich immer unabgemeldet sich verpieseln, ey. Warum hat der Mongo sich denn gemutet? Ich muss immer kacken. Ich weiß gerade nicht, wie ich mit den Zinnen machen soll. Jawohl! Ja! Nein! Oh. Oh, die Sonne geht unter. Peter schreibt, ich habe Bescheid gesagt, bin auf Klo. Hat er gerade über WhatsApp verlassen. Ja, Hardy, dann schau doch mal auf den Fernseher oder auf den Bildschirm, dann freust du dich. In welche Richtung muss ich ihn jetzt eigentlich? Naja, die da. Wieso? Gerade ist... Das nächste Eckentor von Bayern. Ja, tatsächlich. Gerade ist Trauerstimmung bei mir. Boah, Barcelona, ey, was ein Lappenfallen, ohne Scheiß. Alter, schon wie genau das gleiche Tor, ne? Ja, aber diesmal ist Gomez angeschossen worden. Genau das gleiche Tor. Oh, wunderschön. Die Ecke kommt, ey, da lang, machen die so frisch, da steht ey. Einer am zweiten Pfosten und köpft den einfach da rein, ey. So läppsch. Ja. Und der Piqué guckt einfach nur, Ja, echt mal, was ist gerade passiert? Ich hab ne Glatsche. Boah, die Bayern sind so abgefahren, diese Saison. Leckt mich am Säckchen, ey. Scheiß. Schön, wunderschön. Voll gut. Guck
ob hier endlich mal was fertig ist. Mein Gott, das wächst aber langsam.